Welche Medikamente sind eigentlich mörserbar? Und in meinem Video kann ich Ihnen diese Frage nicht genau beantworten, denn es gibt immer mal wieder Ausnahmen, aber ich kann Ihnen in meinem Video einmal sagen, welche Medikamente auf keinen Fall mörserbar sind. Und zwar sind das einmal Medikamente, die einen magensaftresistenten Überzug haben. Das sehen Sie auf der Packung. Da steht irgendwo magensaftresistente Tablette oder magensaftresistente Kapseln. Das sind alles Sachen, die dürfen Sie nicht mörsern, dürfen Sie nicht öffnen und dann mörsern. Der Grund dafür ist, dass diese Magensaftresistenz einen Sinn hat. Und zwar kann das einmal sein, dass der Wirkstoff entweder vor Ihrer Magensäure geschützt wird, denn in manchen Fällen kann die Magensäure die Wirksamkeit eines Wirkstoffes schon herabsetzen. Der zweite Fall ist, dass Ihr Magen vor dem Wirkstoff geschützt werden sollte, denn wenn dieser an die Magenwand rankommt, kann der womöglich zu Reizungen führen. Das sind die Gründe, weshalb Sie magensaftresistente Tabletten nicht mörsern dürfen. Dann sollten Sie niemals retardierte Darreichungsformen mörsern. Diese Retardfunktion, die ist dazu da, dass der Wirkstoff nicht sofort freigesetzt wird und in der ganzen Menge sofort ins Blut aufgenommen wird, sondern der führt dazu, dass der Arzneistoff mit und mit ins Blut abgegeben wird und dadurch die Wirkung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Wenn Sie nun diese Retardfunktion zerstören, dann wird der Wirkstoff sofort freigesetzt und da kann es auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen, weil der Wirkstoff sehr hoch im Blut anflutet. Es gibt auch andere Medikamente, die diese Retardfunktion haben, wie zum Beispiel bei einem Tilidin, dass der Wirkstoff nicht so stark im Blut anflutet, was ein Abhängigkeitspotenzial erhöhen könnte. Das kann unter anderem auch ein Punkt für die Retardierung sein. Das sind schon mal die zwei Punkte, bei denen Sie auf keinen Fall mörsern dürften. Bei den anderen Fällen muss man immer noch einmal genau hinschauen. In der Regel ist es häufig möglich, aber es gibt dann immer auch noch so Sonderfälle. Ich nenne da immer gerne das Beispiel Pradaxa. Da befindet sich der Wirkstoff in einer ganz normalen Kapsel, aber irgendwie verhindert diese Kapsel, dass der Wirkstoff sehr schnell aufgenommen wird ins Blut. Und diese Sonderfälle sind dann die Gründe, weshalb Sie dann bitte einmal in der Apotheke nachfragen. Die können dann sofort in die Datenbank schauen und Ihnen gezielte Informationen dazu geben. Das war es jetzt von meiner Seite ganz kurz zum Thema Mörsern. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten sage ich bis bald.